Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Eisenstoffwechsel, das ist das Thema jetzt. Auch ein bisschen komplexes Thema. Kommt öfters vor, vor allen Dingen bei den Frauen natürlich ein bisschen mehr durch die Monatsregel. Und wenn die sich dann ins Unendliche zieht, da kommen einige zu mir, die ich energetisch unterstütze, und die haben oft auch ein Problem mit dem Eisenstoffwechsel. Das heißt, wenn sie dann zur Frauenärztin gehen, sagen die, okay, sie haben eine Unterversorgung, sie müssen noch mal Eisen gespritzt bekommen, damit der Körper ausgeglichen ist. Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des Blutes. Bin jetzt nicht der Fachmann, aber man merkt diesen metallischen Geschmack von Blut, spürt man sofort. Man merkt, da ist was drin, und das ist das Eisen, das ist der Eisengeschmack praktisch, ne? Unter anderem. Gut, Eisenstoffwechsel, also lade ich alle ein, die damit zu tun haben. Können natürlich auch Männer sein, ist logisch. Damit wir ausreichend Blut herstellen können, da gehört es zu. Ich glaube, da mit Blut und, wenn ich mich so richtig erinnere, Sauerstoff. Produktion und Transport, damit hängt das Eisen zusammen. Also möge mich verbessern, wer es dann besser weiß. Okay. Alle, die damit zu tun haben, ach, können noch mal ein paar mehr kommen. Bitte alle diejenigen, die mit dem Eisenstoffwechsel Probleme haben, jetzt hier zu erscheinen. So, jetzt sind es mehr geworden. Ah ja, es geht doch. Man muss nur noch mal rufen. So, machen wir sie alle erstmal frei, energetisch. Das ist gut. Also der erste Teil des Eisenstoffwechsels fängt für mich an im Darm. Darm muss dieses Eisen auch resorbiert werden. Wir nehmen das in unserer Nahrung zu. In jeder Nahrung, natürlich jetzt in Fleisch, glaube ich, mehr als aber auch in den pflanzlichen Nahrungen. Und der Körper ist in der Lage, das dann zu verwerten, so dass er dann es in den eigenen Kreislauf hineinführen kann. Also im Darm ist oft ein Problem, damit fangen wir an. Nehmen wir uns den Darm von diesen Multipersonen und machen diesen Energiedarm jetzt frei. Alle Energien, die auf diesem Darm sitzen, dürfen ins Licht gehen. So, nach meinem Gefühl der erste Teil des Darms, der da zuständig ist für. Okay. Besser, ja. Also wer kein Eisen hat oder Mangelerscheinungen, ist eine große Erschöpfung. Also immer mal zum Arzt gehen, das untersuchen lassen. Ich glaube, es ist eine relativ banale Untersuchung. Blut wird untersucht, Eisengehalt. Wenn zu wenig ist, wenn ich mich richtig erinnere, eben nicht genug Sauerstofftransport, und Sauerstoff brauchen wir, ist Energie, wird da drum umgewandelt, und das ist eben lebenswichtig, damit dieser Stoffwechsel funktioniert. Gut, dann machen wir noch mal die Zellen,
Eisenaufnahme. Also die Zellen, die Eisen produzieren oder die transportieren. Okay, fangen wir da mal mit an. Machen wir jetzt mal energetisch frei, damit die auch wieder in der Lage sind, Eisen zu produzieren, zu transportieren. Dahin, wo unser Blut produziert wird, ich glaube im Knochenmark. So, das ist schon mal besser. Schauen wir mal, wie gut das jetzt ist. Okay, dann ein anderer Aspekt, den will ich jetzt mal, weil er jetzt mir in den Kopf schießt, annehmen können. Wenn der Körper mit Nahrung versorgt wird, muss ich aber auch diese, in der Lage sein, energetisch diese Nahrung anzunehmen. Und alles, was uns aufhält, annehmen zu können, das gilt nicht nur in dem Sinne von Stoffwechsel, sondern auch im gesamten Leben annehmen können. Also alles, was uns auffällt, annehmen zu können, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer raus und spiele jetzt diese Möglichkeit des Annehmens wieder aufnehmen und annehmen ein. Wenn ich nicht annehmen kann, dann bin ich in irgendeiner Mangelgeschichte. Also diese Mangelgeschichte, es nicht wert zu sein, annehmen zu können, nehme ich jetzt vollständig aus dem Zuschauen jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, annehmen, sondern als sein. Zwischen Leben, Karma, dieses Leben, Karma, Vorfahren. Und vollständige Auflösung dieser Mangelvorstellungen spiele ich jetzt ein. Stress gehört auch zu, nicht bewältigter Stress, dass wir in einem Zustand sind, der es dem Körper nicht möglich macht. Also nehmen wir diesen Stress aus dem System der Zuschauer jetzt raus. Nicht zur Erzählung und spielen die Leichtigkeit des Seins, die Leichtigkeit des Lebens ein. Ja. Hat emotionale Aspekte, muss man schon sagen. Also so eine banale Geschichte, könnte man sagen, Stoffwechsel ist ein reines körperliches Aspekt, ein körperlicher Aspekt, aber es ist noch ein emotionaler Aspekt dahinter, wo es immer oft hinführt, sich nicht geliebt zu fühlen. Also dieses mangelnde Liebe nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenwelten, kann man dieses Leben kann man vorfahren. Jetzt. Und füllen wir sie mal mit Liebe ab. Geliebt sein, gewertschätzt sein, anerkannt sein, spielen wir jetzt bei Ihnen ein. Ja, weiß ich nicht, warum das kommt, aber Trauer, traurig sein, also die Trauer nehme ich vollständig aus dem System unserer Zuschauer raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, alles sein, Licht zu erzählen. Und wenn mit Freude, Freude am Leben, Freude am Tun ersetzt. Generell kann man sicherlich sagen, alles, was unsere Gesundheit nicht einträglich ist, also alles, was uns stört, wenn wir nicht in unserem persönlichen Gleichgewicht sind, führt das, kann das zu irgendwelchen Problemen führen. Und eins ist eben dieser Stoffwechselproblem für Eisenstoffwechsel, dass es nicht resorbiert werden kann und nicht genug eingelagert werden kann. Das andere Problem ist natürlich für Frauen, dass zu viel Blut verlieren. Das ist ein separates Problem. Ne? So, Eisenstoffwechsel. Machen wir es nochmal, es kommt nochmal. Also sich nicht geliebt fühlen, nehme ich nochmal vollständig aus dem System aller Zuschauer raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten,
Lichterlehrzeichen, ja. Und sich geliebt fühlen, sich anerkannt fühlen, die Wertschätzung fühlen, noch einmal rein. Blut ist der Lebenssaft. Lebenssaft, auf dem wir, mit dem wir leben. Was hat einer gesagt? Wir sind eigentlich ein großer Organismus, stimmt ja auch. Eine Petrischale mit Blut, und wenn alles gut versorgt ist und da ist das Blut so schön, dann bräuchte es uns als Mensch nicht, sondern wir könnten auch in der Petrischale eben in Teilen gut funktionieren. Und wichtig dafür ist eben, dass dieser Blutkreislauf, und zu dem Blutkreislauf gehört eben das Eisen, damit ich genug Blut auch habe mit der entsprechenden Qualität. Also unseren Lebenssaft. Und Lebenssaft heißt auch Lebensmut. Also den fehlenden Lebensmut nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, früheren Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Jetzt, und spiele jetzt mehr Lebensmut ein, Freude am Leben, dass dieser Lebenssaft sich so bildet, wie wir ihn brauchen, um gesund und natürlich zu sein. So. Schauen wir mal, wie weit sind wir jetzt gekommen mit unserem Eisenmangel. Hört sich schon ganz gut an. Ein bisschen noch mal schauen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sich verausgaben, dieses sich verausgaben über dem Limit leben, also so ein bisschen im Stressmodus, ne? Verausgaben nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer raus, Licht zur Erzengel, und die sich selbst einschätzen zu können, seine Zeit auch einzuteilen und ja, zwischen Arbeit und Freude und Lebensgenießen die richtige Balance zu haben. Das ist noch ein Aspekt. Schwermut, Trauer oder Angst nehme ich vollständig aus dem System von unseren Zuschauern raus. Diese Leben, frühen Leben, Parallelwelten, alle besonderen Zeiten. Und Freude und Leichtigkeit spielen wir jetzt ein. Eisenmangel. Eisenstoffwechsel. Alles, was dazu führt, dass wir den natürlichen Weg verlassen haben, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer aus. Nicht so letztendlich. Alles, was dazu führt, dass wir unseren natürlichen Weg, unseren Instinkten folgen können, das spiele ich jetzt ein. Also, gehört habe ich es, kann ich so nicht bestätigen, aber ich gebe es einfach hier im Video mit. Alles, was rot ist, ist gut fürs Blut. Also auch für den Eisenstoffwechsel, rote Beete oder so weiter. Also Sie wissen, was ich meine. Kirschen, sonstige Geschichten, alles was rot ist, ist gut für diesen Blutkreislauf und dann auch für den Eisentransport. Gut, jetzt schauen wir nochmal, was noch kommt. Was fehlt noch? Ja, also es sind viele, man soll es gar nicht glauben, also so kriege ich es eingespielt. Flucht, wenn ich ja so auf der Flucht bin, nehme ich jetzt vollständig diese Fluchtgedanken aus den Zuschauern jetzt raus. Diesen Leben, frühen Leben, Kamel, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Jetzt Frieden mit mir, Ende mit dem Krieg, Ende mit dem Fliehen, spiele ich jetzt ein. Also das war, ich hatte schon mal ein paar Klienten mit Eisenmangel gehabt. Es sind bei dem Eisenmangel viele emotionale Themen mit verknüpft. Und das ist das Überraschende dabei, was ich so für mich herausgefunden habe. Meine Welt, meine Wahrheit. Vielleicht können Sie das mit mir teilen, dass diese emotionalen Themen dazu führen, dass dieser Eisenstoffwechsel nicht so funktioniert, wie er sein sollte. Und da war ich jetzt dran an diesen emotionalen Problemen. Körperlich habe ich zuerst gemacht und dann diese emotionalen Probleme. Schauen wir nochmal.
fühlt sich besser an. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja, meine Damen und Herren, das war der Eisenstoffwechsel des Körpers. Ein rein körperliches Thema, wenn man so im ersten Moment dran denkt. Und wenn man tiefer hinein forscht, stellt man fest, emotionale Gründe gibt es viele dafür, dass der Eisenstoffwechsel nicht so funktioniert. Da sind wir dran gewesen. Hoffe, dass Sie ein bisschen Freude daran haben, dass Sie für sich Erfolg haben, wenn Sie dieses Video sehen. Ja, bedanke mich für Ihr Zuschauen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ihr Cornelius van Lessen.